so viel, dass es gibt. Lydia! Ja, es gibt Lydia. Experte. Ja, Anbetung von Talos wird verboten, hä? Guck mal, Timer, was ich davon halte. Ich meine, wenn er mir schon seinen Segen gibt, dass, ne? Drachenschreie 20% verkürzt werden, die Aufladezeit. Ha, ich bin von hier aus in die Lavendel gekommen. Gut, Schwarzdorn. Ich glaube, wir warten bis zum Sonnenaufgang. Dass alle aus ihren Häusern rausgehen. Ja, Lydia, springe mich rein. Nein, Chicken. Schleichen hat sich verbessert. Du hättest nicht bis zum Morgengrauen warten dürfen. Das ist der größte Fehler, den du jetzt gemacht hast. Für wen eigentlich? Wer hat Schleichen verbessert? Exotische Zutaten. Hier bekommt ihr sie. Kauf und Verkauf edler Schmuckstücke. Typ da hinten oder was? Lydia schielt schon in ihre Richtung. Na gut, wir haben ja eigentlich auch hier angefangen. Machen wir hier weiter. Seltene Schmuckstücke und Keuler. Moin, moin. Kennt ihr Balimund? Ja? Ich bin sein Lehrling. Er bringt mir alles über das Schmieden bei. Das ist aber lieb. Ich lebte im Waisenhaus hier in Rifthorn. Grelod sagte mir, dass meine Eltern mich dort als Säugling abgegeben hätten. Dass sie mich nicht wollten. Ja, jetzt ist Grelod tot. Sie hat hier eine Lügengeschichte. Bestimmt hat sie ihn als Säugling geklaut. Balimund nahm mich zu sich und war immer sehr gut zu mir. Ich weiß nicht warum, aber er glaubt, dass aus mir auch einmal ein großartiger Schmied werden kann. Sehr zufrieden. Balimund, ich war sehr beeindruckt von der Qualität eurer Arbeit und ich hoffe, dass ihr weiterhin so gute Arbeit leistet. Ich habe allen in der Feste, einschließlich der Wache, Bescheid gesagt, dass alle Reparaturen und Ersuchen um neue Waffen an euch geschickt werden sollen. Auch Jalaila wurde darüber in Kenntnis gesetzt und sie lässt euch ihren aufrichtigen Dank für eure Beiträge zur Verteidigung der Stadt ausrichten. Denkt aber daran, dass ich mich für euch mit der Nennung meines Namens weit aus dem Fenster gelehnt habe. Also lasst mich nicht im Stich, indem ihr eure Qualitätsstandards senkt. Ja. Damit kommt ihr nicht davon. Doch. Ups. Save early, save often, Chicken. Egal. Durftet ihr halt die Zufriedenheit erleben, sie nochmal zu töten. Ich hab doch ein... Das ist ja nicht eigentlich das Gleiche. Beim Rast wird auch gespeichert. Wieso wird das dann nicht geladen? Grässlich, grässlich. Na, 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 na. Du kannst deinen Knoblauch behalten. Ich will das Zeug gar nicht. Töten oder getötet werden. Ja, Grelod, ne? Wieso stehst du jetzt auf, Lydia? Ein Tresor. Der einfach so offen ist. Ha, Anfänger. Schubmarmschienen. Na, das sind Schuppen, die ich verloren habe. Die Hautschuppen. Während ich im Festung Nebelschleier eingebrochen bin. Und diesen merkwürdigen Stein geklaut habe.
aus dem Zimmer des Jarl. Nebel ist hier unten. Also entweder hat er hier ein Portal zu Silent Hill oder eine Nebelmaschine. Ersteres klingt sogar logischer. Wo kommt der Nebel her? Leder. Eisenerz. Hammer. Ja, man braucht ja keine Schmiedehämmer mehr, um Werkzeuge? Nein, um Waffen und Rüstung zu reparieren. Haben sie voll eiskalt geändert. Aber hey, dafür kann man auch keine Tränke mehr unterwegs brauen. Ja, ja. Sie guckt schon wieder so. Nun ja. Hast du irgendwas Schönes? Ja, ne? Wollt wohl sehen, wie Balimund wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt, ha? Nein, eigentlich nicht. Die Arbeit in der Fischerei von Rifthorn ist hart, aber sie bringt etwas Geld in meine Taschen. Das ist doch schön. So, das Feimerblut Elixier. Hab ich dich schon alles gefolgt? Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Wenn nicht, dann verschwindet. Dann hätt ihr alle Kunden so. Ich habe diesen Müll schon in ganz Himmelsrand verkauft und komme gerade so über die Runden. Ich bin nicht hier, um neue Freunde zu finden. Und ob ihr mit eurem Kauf zufrieden seid, interessiert mich nicht im geringsten. Ich brauche nur das Geld. Je eher ich aus Himmelsrand verschwinden kann, desto besser. Dann lass deine Sachen hier und geh einfach. Deshalb wollt ihr den Himmelsrand verlassen? Das ist hier nicht schön genug für dich, oder wie? Ist das euer Ernst? Der Krieg zerreißt das Land. Die Drachen sind zurückgekehrt. Himmelsrand entwickelt sich nicht zum Positiven. Ich an eurer Stelle würde hier verschwinden, bevor ihr in einem dieser Steingräber endet. Ja. Ja, so die Liebesgelder. Sie würden euch selbst das letzte bisschen Essen rauben. Der Rattenweg ist zu gut für diesen Abschaum. Unterhalb der Stadt gibt es alte Abwässertunnel. Soweit ich weiß, kommt ihr nur durch eine Tür abseits des Kanals hinein. Ich an eurer Stelle würde meine Füße trocken halten und hier oben bleiben. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Nö. Ja, du kannst es gebrauchen. Branch. Darf ich euch einige edle Waren aus Morrowind zeigen? Vom Namen hätte ich eigentlich einen Agonia erwartet. Habt ihr etwas zu verkaufen? Ich zahle einen guten Preis für alle möglichen Waren. Weil du bist ja ein Dunkelelf. Ich bin zwar ein geborener Dunmer. Wurde jedoch als Agonia großgezogen. Aus Gründen, die ich noch herausfinden muss, wurde ich zum Waisen. Dann nahm ich eine freundliche Agonia-Familie in der Schwarzmarsch auf. Ich hoffe, eines Tages herauszufinden, was genau mir zugestoßen ist. Und wie es dazu kommen konnte. Ja, habt ihr denn irgendwelche Hinweise auf eure Vergangenheit? Ich weiß nur, dass ich in eine Decke mit dem Symbol des Hauses Telvanni eingewickelt war, als mein agonischer Vater mich fand. Vor langer Zeit war das eines der großen Häuser in Morrowind. Ob das nun heißt, dass ich einer von ihnen war? Da bin ich mir nicht sicher. Wenn ihr unterwegs etwas findet, das mir die gesuchten Antworten geben könnte, wäre ich dankbar dafür. Ja klar, ich halte die Augen offen. Ich danke euch. Warum habt ihr den Himmelsrand gesucht? Ich habe erfahren, dass eine Hausmutter, die beim Haus Telvanni angestellt war, während des Thronfolgekrieges aus Morrowind geflohen ist.
Laut der Aufzeichnungen hat sie eine Überfahrt mit dem Schiff der Stolz von Telvos bezahlt. Aber da endet die Spur auch schon. Jahrelang versuchte ich herauszufinden, was aus dem Schiff geworden war. Blieb am Ende aber erfolglos. Das heißt, wenn wir das Schiff finden, finden wir auch was über deine Vergangenheit. Na, ja. Eine große Hilfe. Viel Glück. Ich bin über den Sack gestolpert. Das ist kurz so hoch. Yay. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Angeln? Nein, Angeln ist langweilig. Es gibt nichts Schöneres, als im Honrichsee zu angeln. Ihr solltet es einmal versuchen. Und du bist also ein Fischer? Der Beste von ganz Rifthorn. Mir gehört die Fischerei von Rifthorn. Ach, das ist aber schön. Hab mit nur einer Angelrute angefangen. Heute gehören mir ein ganzes Gebäude und zwei Schiffe. Nicht schlecht für einen Ort im mittleren Alter, was? Ja, nicht schlecht. Es ist nur schade, dass mein Versuch, diese Stadt aus der Armut zu retten, nicht genauso erfolgreich war. Nivenor glaubt, ich verschwende nur meine Zeit, aber ich bin da anderer Meinung. Schönsten Schmuck und erlesene Edelsteine. Seltene Schmuckstücke und die schönsten Kuriositäten. Er hat von Nivenor gesprochen. Nivenor ist meine Frau. Wie mir jemals ein so wunderschönes Wesen begegnen konnte, ist eines der großen Mysterien des Lebens. Wir sind geteilter Meinung, was meine Wohltätigkeit angeht. Sie sagt, die Leute in dieser Stadt seien faul geworden und würden sich auf die Almosen verlassen. Ich versuche, sie in meine Lektionen von Mara mal drüben im Tempel von Mara mit einzubeziehen. Aber sie geht lieber einkaufen. Jedem das seine, was? Ja. Shopping, yay. Gib dein Geld aus. Aber hey, heute ist ziemlich wohltätig an. Ich schätze, irgendjemand muss es ja tun. Habt ihr gesehen, in welchem Zustand sich diese sogenannte Stadt befindet? Bettler durchstreifen die Straßen, das Verbrechen grassiert und der drohende Krieg vertreibt die Geschäftsleute. Die paar Münzen, die ich in die Spendenbüchse des Tempels werfe, sind das Mindeste, was ich tun kann, um zu helfen. Wer kauft denn euren ganzen Fisch? Ist er auch frisch? Ich verkaufe meinen Fang in weiten Teilen von Himmelsrand. Für mich ist er sein Gewicht in Gold wert. Nur den Markt von Markart habe ich noch nicht erschlossen. Ich habe aber gehört, dass Klepper im Gasthaus Silberblut interessiert sein könnte. Soll ich dir was klar machen? Falls ihr auf dem Weg dorthin seid, würde ich es zu schätzen wissen, wenn ihr eine Kaufvereinbarung für mich abliefern könntet. Natürlich gegen Bezahlung. Kein Problem, mach ich. Ich werde sowieso irgendwann im Laufe der nächsten 200 Folgen nach Markart kommen. Gut. Klepper wird euch bezahlen, wenn ihr ihm den Brief übergebt. Hier ist er. Hier bekommt ihr sie. Klepper. Vergesst nicht, im Tempel zu spenden. Erlernt nun das Wissen ganzer Bibliotheken oder lasst fehlende Körperteile nachwachsen. Mit meinem echten Ja, fehlende Körperteile. Bitte. Edda. Bitte, ich brauche nur einen Septim. Ja, hier, oh, Frist. Vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Du bist auch so einer, ne? Aber natürlich, ich bin... Ins Reich des Vergessens sollt ihr fahren. Ihr alle! Ihr reichen Mistsäcke, die ihr an uns vorübergeht und so tut, als existierten wir nicht. Wie könnt ihr es wagen? Bei mir gibt es das beste Essen im ganz Himmelsrand. Unhöflich! Absolut frisch. Ihr glaubt also zu wissen, was Schmerz bedeutet? Wirklich? Probiert's mal damit. Ihr müsst zusehen, wie eure Frau und eure Tochter bei lebendigem Leib verbrennen, nachdem sie zuvor von Banditen geschändet worden sind. Das ist Schmerz, mein Freund. Wenn ihr ein Almosen sucht, solltet ihr mit meinem Mann sprechen. Etwas frisches Fleisch gefällig, um euch den Magen zu füllen? Fleisch! Wenn ihr noch frischeres Fleisch wollt, müsst ihr es selber jagen. Jagtet ihr nur Essen frisch! Ich habe mir einen Trick von einem Metzger in Elinir abgeschaut, einer Kleinstadt jenseits der Grenze in Hammerfell. Er hat mir gezeigt, wie man Eisgeistzähne malt, um sie zum Konservieren einzusetzen. So bleibt alles kalt und frisch, allerdings nur für begrenzte Zeit. Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Vorräten. Wenn ihr also 5 davon finden solltet, würde ich sie euch gerne abkaufen. Eisgeister. Okay. Danke.
Ich hatte schon Angst, keine mehr zu bekommen. Ich finde sowieso nur 4 von 5. Ist doch immer so. Das ist genau wie mit dem Amulett von Arkai, das ich auch bisher noch nicht gefunden habe. An eurer Stelle wäre ich vorsichtig. Man sagt, die Nord jagen sie als Teil eines Initiationsritus und sind nicht immer siegreich. Der letzte Reisende, von dem ich welche bekam, hatte sie an einem Ort namens Aufstieg des Alten gefunden. Oh. Aber Vorsicht! Gerüchten zufolge gibt es dort Drachen. Ja. Wo wir zufälligerweise auch vorbeikommen werden.